Willkommen zu einem neuen Video von Magic the Gathering Karten, die ich gerne spiele. Und heute ist unser Star Fogcrawler oder auch Vigor, auf Deutsch Vitalität. Also, bis gleich. Und da sind wir wieder. Hier habe ich für euch, das ist ein Reprint von Vigor, nämlich aus der Fallout Edition, aus dem Collector's Set. Wieso ist da noch eine Marke drauf? Genau. Wir haben hier Vitalität. Wieso spiele ich Vitalität gerne? Ich mag es, +1 Marken auf meine Kreaturen zu legen und der Fogcrawler, oder besser gesagt Vigor, oder auch auf Deutsch Vitalität, ist richtig, richtig krass. Bevor wir zur Karte kommen, habe ich hier ein paar Infos für euch. Und zwar, die Vitalität kam zum ersten Mal 2007 in dem Set Lorwyn raus. Und ist eigentlich ultra, ultra, ultra stark. Hat dann ein paar Reprints gesehen, war dann auch eine Listenkarte. Und den letzten Reprint gab es jetzt hier bei Fallout. Ich habe auch die Fallout Edition, weil es die günstigste Version der Karte ist. Keine Ahnung warum. Aber ja, für euch habe ich jetzt die Fallout Edition. Aber was macht der denn? Vigor ist eine 6-Mana-Kreatur, 3 grün und 3 beliebige Mana. Creature Elemental Incarnation hat die Werte 6-6 und folgenden Effekt, der ultra, ultra krank ist, meiner Meinung nach, aber ist er nur subjektiv? So, und zwar sagt er, hat Trampelschaden und ich lese jetzt auf Englisch vor und versuche es frei zu übersetzen. If damage would be dealt to another creature you control, prevent that damage. Also, wenn eine andere Kreatur Schaden bekommen würde, wird der Schaden verhindert. Put a +1/+1 counter on that creature for each one damage prevented this way. Und dann legst du einen +1 counter auf die Kreatur für jeden Schaden, einen Schaden, der verhindert wurde. Also, wenn du da... Das ist so weird. Wenn deine Kreatur 20 Schaden kriegen würde, oder 3 oder 4 oder 5, kriegt er halt einfach anstatt so viel Schaden, so viel +1 Marken drauf. Was einfach ultra weird ist. Und richtig krank. Und er sagt auch noch, when Vigor is put into a graveyard from anywhere, shuffle it into its owner's library. Das heißt, sobald er in den Friedhof landen würde, kann man ihn zurück ins Deck mischen. Wie krass ist das denn? Selbst wenn er zerstört wird, könnte er wiederkommen. Und ich spiele den so gern. Ich habe den zum ersten Mal, oder warum ich mir den geholt habe, ich habe zum ersten Mal gegen ein Mutationsdeck gespielt. Mit einer Gruppe, mit denen ich halt Commander gespielt habe. Und da hat einer den rausgehauen. Ich glaube, er hat sogar die Originalversion davon rausgehauen. Und ich saß halt dran so, warte mal. Ich greife dich jetzt an und so. Und er so, ja, aber ich kriege keinen Schaden, sondern meine Karten kriegen alle jetzt +1 Marken. Und ich so, warte, was? Und er so, ja, das ist der Effekt von meiner Karte. Und ich so, what? Und war halt ultra krank. Und diese Karte kannst du halt richtig krass mit Karten verbessern, wie wie heißt da? Der Innkeeper's Talent, also wie heißt es eigentlich auf Deutsch? Ich weiß gar nicht. Innkeeper halt. Ihr könnt es halt mit Karten kombinieren, die +1 Marken verdoppeln. Ganz einfach. Das heißt, anstatt dann 5 Marken, kriegt er halt dann doppelt so viele, also 10 Marken drauf und so weiter. Also es kann richtig schnell eskalieren und hat bei mir für witzige Sachen gesorgt, nämlich, dass Leute mich nicht mehr angreifen, weil die Angst haben. Und dann immer entscheiden auf dem Tisch so, ey, was machen wir gegen den Vigor? Und natürlich versuche ich, den zu schützen, wenn ich den draußen habe. Und das ist halt ultra cool. Deswegen liebe ich ihn. Außerdem ist er eine 6-6-Kreatur und ganz egal, was die machen, der kommt ja eh wieder. Also, außer er wird ins Exil geschickt. Aber wenn er nicht ins Exil geschickt wird, ja, dann kommt er halt wieder. Irgendwann kommt er wieder raus, weil ich ihn ins Deck mit reinmische. Und das ist halt ultra cool. Deswegen, meine Karte, die ich gerne spiele, Vigor. Oder auch Fogcrawler. Ich liebe dieses Artwork. Sieht einfach richtig cool aus. Vigor. Ohne Witz. Jetzt würde es mich interessieren. Habt ihr Vigor schon gekannt? Habt ihr noch nicht gekannt? Wenn ja, lasst es mich wissen. In den Kommentaren. Und erzählt mir eure wildesten Ereignisse, die ihr mit Vigor hattet. Oder Kombinationen, Kartenkombinationen, die ihr mit Vigor macht. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sehe euch im nächsten Video, Podcast oder Livestream wieder. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.